Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Trendradar Trendbox aus dem Monat Januar. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Trendradar Trendbox erscheint monatlich, kostet ab 29,95 pro Box und pro Monat, enthält 8 bis 10 nachhaltige Lifestyle-Produkte aus den Bereichen Beauty, Wellness, Food, Fashion, Lifestyle und wir haben immer über 85 Euro Warenwert hier drin. Ich bekomme sie in der Kooperation zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Mit Claudi15 kannst du 15% auf deine erste Box sparen und ich verlose ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket in diesem Video. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Auch unter diesem Video ist so ein Button, da steht Abonnieren drauf. Falls du mich noch nicht abonniert haben solltest, wäre es voll cool, wenn du das machen würdest. Und das würde mir so, so helfen, denn immer so zum Jahreswechsel ist alles immer ein bisschen crazy. Wir machen die Box einfach mal auf. Ich bin nämlich gespannt, was hier drin ist. Ich hatte jetzt hier schon mal dieses Verpackungsfüllmaterial, was halt oben drauf gelegen hat. Ne, das ist einfach so Papier gewesen, weggetan. Inner Glow ist wohl das Motto. Und hier haben wir dann die nachhaltigen Produkte, die wir so in der Box finden. Finde ich ganz schön, was ich hier so sehe direkt, weil ich sehe hier so ein Haarturban und da habe ich schon direkt richtig Bock drauf. Dann haben wir hier einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und das Motto ist erklärt, eine wunderschöne Lady, die wirklich so ein Strahlen im Gesicht hat. Und dann lesen wir uns mal durch, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Für deinen perfekten Start ins neue Jahr, deine Inner Glow Box. Nach den stressigen Tagen im Dezember wollen wir uns im Januar auf uns selbst konzentrieren, denn jetzt benötigen wir Zeit, um unsere Kraftspeicher wieder aufzutanken. Kann ich persönlich jetzt nicht machen. Ich weiß nicht. Ich habe hier so ein Video mal verlinkt, denn ich habe ein Buch geschrieben. Also mich auf mich zu konzentrieren, nein, ich bin gerade Mama geworden. Also heute, wo ich das Video drehe, ist Julius auch 8 Wochen und einen Tag alt. Also er ist gerade mitten in seinem 8-Wochen-Schub. Läuft, ich sag's euch. Aber er schläft gerade. Hallo Mr. Bauch, hier habe ich als Buch herausgebracht. Das ist mein Schwangerschaftstagebuch. Und wenn du Bock hast, kannst du dir auch mein erstes Buch dazu bestellen. Im Bundle ist es dann ein bisschen günstiger. Wenn die Tassen mit dabei sind, kann man das nämlich reduzieren. Schaut gerne mal vorbei, da könnt ihr mich supporten, wenn ihr möchtet. Und vor allem euch auch ein schönes Buch gönnen. Hier richten wir uns dabei auf all das, was uns gut tut und uns zum Strahlen bringt. Für den Januar holen wir uns unseren Inner Glow zurück. Wir starten voller Energie und neuer Ideen und Motivation. Dabei achten wir vor allem auf den Einklang von Körper und Geist. Deshalb entdeckst du in deiner Januarbox Inner Glow auch viele neue Lieblingsprodukte aus Wellness, Food und Lifestyle, die dich von innen strahlen lassen. Pflegende Beauty, vitalisierende Food sowie beruhigende und stylische Lifestyle-Produkte für deine Momente des Krafttanks. Na, da bin ich immer gespannt. Und die liebe Celine aus dem Trendradar-Team hat hier auch noch so ein bisschen was zu ihrem neuen Jahr reingeschrieben. Neues Jahr, neues Glück, so sagt man ja. Im Januar ist die beste Zeit, darüber zu reflektieren, was uns gut tut, was uns stärkt und uns einen Inner Glow verpasst. Das kann ein nährstoffreiches Gericht, ein schweißtreibendes Workout oder auch Me-Time mit heißem Tee und einem guten Buch sein. Ja, gutes Buch, wisst ihr Bescheid. Ne? Das wäre jetzt nochmal mein Stichwort gewesen, aber wir wollen es nicht übertreiben hier. Die Trendprodukte sind hier aufgeführt, also Produkte, die sowohl von der Art und Weise Trend sind oder auch von den Inhaltsstoffen her. Ne? Und deine Trendbox im Februar, ich habe Timestamps, hätte ich vor 5 Minuten schon sagen sollen. Da kannst du weiterhüpfen, falls dir gerade das, worüber ich rede, nicht so interessiert. Deine Trendbox im Februar. Das ist eine Sneak Peek, ne? Weil falls du die abonnieren möchtest, weißt du, was du im Februar bekommst. Im Februar verbringen wir unsere Zeit am liebsten mit den Menschen, die uns wichtig sind. Nachdem wir zum Jahresanfang neue Kraft getankt und voller Motivation und Energie sind. Ob gemeinsam mit der Familie in das Wochenende bei einem ausgedehnten Brunch starten, die Liebsten zum Valentinstag mit einem gemeinsamen Sauna- oder Filmeabend überraschen oder mit der besten Freundin sich eine kleine Auszeit im Spa nehmen. Der Fokus liegt vor allem auf dem We Time, okay. Die Februarbox begleitet dich durch den Monat und deine gemeinsamen Unternehmungen. Die limitierte Box ist ab dem 1.2. im Shop erhältlich. Du willst zuerst das neue Thema der Box erfahren? Dann schau am 1. Februar doch direkt mal auf unserem Blog vorbei. Ja, das ist interessant. Ich habe jetzt lange noch geredet und jetzt nehme ich das erste Produkt raus, was hier schon liegt. Das ist ein Trendradar Eigenprodukt, glaube ich. Musselin finde ich sehr gut. Das ist ein Stoff, der mir aktuell sehr viel über die durch die Finger geht, weil das sind halt die Spucktücher von Julius. Hutch and Patch Living. Das ist ein Turban. Sowas finde ich so praktisch, Leute.
weil ich habe lange Haare und ich versuche die auch immer so lange wie nur möglich an der Luft trocknen zu lassen. Und ich habe halt auch einige von diesen Haarturbans. Die sind aber manchmal halt auch aus einem ganz schwierigen Material. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Mikrofaser und wenn du dann mit den Fingern da drüber gehst und du hast gerade frisch deine Fingernägel geschnitten, so wie ich gestern, dann kratzt das und das ist so, ich kriege da Gänsehaut von, ich kann das gar nicht haben. Ja, und hier haben wir jetzt so ein Musselin, das fühlt sich so schön an. Das freut mich gerade. Wirklich klasse. Wirklich, wirklich klasse. Und das ist halt doppelt vom Stoff her, ne? Das ist nicht nur einlagig. Also glaube ich schon, dass das ganz gut was macht. Und das ist richtig schön lang. Die Farbe liebe ich. Das ist so ein wunderschönes Mintgrün. Richtig schön frisch, Leute. Das mag ich gerne leiden. Hutch & Patch, das ist wohl die Marke. Ich kannte die jetzt so nicht, ne? Finde ich super. Richtig super. Also für mich jetzt direkt schon das Highlight, denke ich, der Box, ne? Weil ich sowas halt wirklich gerne verwende. Dann habe ich hier was zu trinken drin. Ich hatte ein bisschen damit spekuliert, weil ich habe echt Durst. Vitamin Well Antioxidant, Vitamin C und E, Selen und Mangan ist hier drin. Ist mit Pfirsichgeschmack, schützen sie ihre Körperzellen. Ja, das finde ich toll. Zink ist halt auch immer eine ganz gute Geschichte, ne? Weil Zink macht dann ja auch irgendwie so eine regenerierende Wirkung. Weiß nicht, was ich dann von innen machen soll, aber gut, es ist ja auch Inner Glow, ne? Du sollst ja von innen strahlen. Ich meine, dass wir eben Low Calorie, ja gut, dass wir hiervon auch schon, also von der Marke, ist das Vitamin Well? Ich glaube schon, das ein oder andere auch mal in Boxen drin hat und das mochte ich ganz gerne eigentlich. Hat jetzt scheinbar keine Kohlensäure, ne? Hat jetzt nicht gezischt. Ich habe gerade nur geguckt, ja, Vitamin Well ist da die Firma. Ich habe jetzt ein Lippi drauf, aber das kriegen wir hin. Oh, lecker. Oh, lecker. Das war gerade richtig gut, Leute. Nom, ja. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Sehr, 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 sehr lecker. Hier habe ich dann was drin von Panifactum. Lower Carb Crisp Bread, Lower Carb, Knäckebrot, Rosmarin. Oh, das ist toll. Sowas mögen mein Freund und ich ganz gerne. Das kann man wirklich auch so mit einem Dip zum Beispiel gut essen, ne? Also entweder so zum Frühstück oder zum zwischendurch. Glutenfrei, vegan und ketogen. Okay, interessant. Um 94% reduzierter Kohlenhydratanteil. Mhm. Ne? Es ist ein gesundes Produkt, was halt jetzt auch, oh, ich habe einen Bart, dann auch eine ganz sättigende Geschichte halt einfach ist. Ja, und für zwischendurch auch echt gut, weil ich habe auch zwischendurch super viel Hunger. Und ja, freut mich. Finde ich sehr, sehr ansprechend. Wirklich gut. Mag ich. Toll. Und ich glaube, dass alle Produkte, die in der Box drin sind, auch vegan sind, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das werde ich jetzt nicht auf Ex trinken von Haimi. Ein Hanfsamen-Drink. Zuckerfrei. Das ist nämlich ein Liter. Aber sowas in Kaffee kann man sich auf jeden Fall vorstellen. Wobei ich sagen muss, dass Hanf jetzt nicht so die ultimative Geschichte ist, was ich super gerne mag als Milchersatz, ne? Also da mag ich lieber Mandel tatsächlich. Dann habe ich hier von I Want You Naked etwas drin. Das ist ein Beauty-Produkt, das finde ich schön. The Beast Hyaluron Boost Serum. I Want You Naked habe ich als Marke auch kennengelernt, als ich bei einem Glossybox-Event in Berlin war letztes Jahr. Und sehr sympathische Marke. Da habe ich eine sehr, sehr nette Dame kennengelernt und habe auch aktuell Augenprodukte von denen in Anwendung. Aber so ein Hyaluron Boost Serum kannst du wahrscheinlich ähnlich, 20 ml sind hier drin, wie das von Beauty Mates oder auch von Dalton verwenden. Nämlich in Kombination mit einer schönen, reichhaltigen Creme, entweder reingemischt oder als Layering, ne? Und ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Polstern aufglätten, straffen, sorgen für strahlenfrische Haut. Das hört sich doch genau nach dem an, was wir jetzt gerade brauchen. Hyaluron und Koffein hast du hier drin. Guck, ersetzt dann auch vielleicht so ein bisschen den Koffein-Wake-Up-Booster von Beauty Mates. Das weiß ich nicht. Wie das preislich sich darstellt, ist eben die Frage, ne? Gucke ich mal eben. Ja gut, nee. Das kostet jetzt 59 Euro. Das ist deutlich teurer. Eieieiei. Das ist ein sehr hochwertiges, hochpreisiges Produkt. Ich glaube dann auch dementsprechend teurer als das von Dalton sogar. Und Dalton ist ja wirklich edel, edel, sprach der Wedel, ne? Bla, bla, bla. Claudi, Unboxing machen hier. Okay, also ich habe hier noch V-Gums, also quasi Multivitamin-Bonbons, die vegan sind. Nicht Bonbons, Gummitierchen. Ja, ne?
Und sowas mag ich auch sehr gerne. Das kann man auch immer schön zwischendurch snacken. Das gibt dann halt auch einfach nochmal so ein bisschen frische Strawberry Flavor ist hier am Start. Und ja, ne? Gefällt mir. Finde ich cool. So, als nächstes habe ich etwas von Malik hier drin. Malik ist Schmuck. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal in der Trend Raider Box. Meine ich jedenfalls. Also es kommt mir gerade wirklich bekannt vor. Oh, schön. Hä? Passt gerade zu meinen Ohrringen, aber volle Elle, Leute. Aber volle Elle, das ist, glaube ich, ein... Also das ist jetzt nicht bewusst, ne? Ich habe eben tatsächlich schon ein anderes Video gedreht. Da habe ich das, kommt noch online, ist glaube ich noch nicht online, weiß ich nicht, das Schminky mit Kosmetik for Less gemacht. Und da habe ich mir einfach diese Ohrringe angezogen, die lagen hier auf meinem Tisch. So, und jetzt guckt euch mal diesen Stern an, wenn er scharf stellen möchte. So, ne? Da sieht man auch direkt diesen wunderschönen Stern. Die Kette müsste ich sogar schon da haben. Und hier habe ich jetzt meine Ohrringe, die hatte ich in einem Adventskalender drin. In welchem waren die denn drin? Hm? Das ist der Me Lovely, glaube ich, gewesen, oder? Me Lovely Schmuck-Adventskalender? Witzig. Das ist gerade wirklich witzig, denn es ist genau der Stern. Cool. Okay, die Kette habe ich dann in der Theorie schon, nur halt von einer anderen Marke. Sehr witzig. Okay, wir haben hier noch eine reinigende Heilkreidemaske. Poren verfeinert, reduziert den Hautfettgehalt, reinigt tiefenwirksam, beugt Unreinheiten vor und besänftigt von Schäbens. Das ist gut. Mit Allantoin und Heilkreide und so. Ne? Das sind drei Anwendungen drin. Sowas mag ich auch gerne leiden. Ich verwende solche Crememasken immer morgens. Und da habe ich eigentlich Pöttchen bei mir stehen, aber jetzt aktuell habe ich halt recht viele von diesen Einmalanwendungen oder Zweimalanwendungen auch in Zuschauerpost drin gehabt und dann verwende ich die dann halt auch mal, ne? Also das habe ich dann da ersatzweise stehen, wenn ein Pöttchen leer ist und das kann ich mir bei dem hier eigentlich auch ganz gut vorstellen, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Wahnsinn, Leute. Ich sag's euch. Okay, hier habe ich dann von Ballade en Provence Ultimate Conditioner. Das ist ein fester Conditioner mit Coconut Oil und Provitamin B5. 40 Gramm haben wir hier drin. Ich habe von Ballade en Provence schon so viele verschiedene feste Produkte getestet, aber noch keine Haarprodukte. Denn ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von festen Haarprodukten, weil eben meine Haare... Die brauchen Feuchtigkeit, die brauchen Silikone, die brauchen halt diesen ganzen Rampampam, ne? Das riecht jetzt auch ein bisschen zitrisch, ist nicht ganz so meine Welt, also das wird wohl weiter wandern. Aber wir sehen hier so ein festes Stück drin und das kannst du halt super unter der Dusche dann verwenden. Machst das in die Längen und Spitzen rein, ne? Aber wie gesagt, meine Haare sind dafür zu trocken wahrscheinlich, ne? Und deswegen kann ich das dann leider nicht verwenden. Aber das ist halt die Sache mit diesen ganzen Beauty-Boxen, Lifestyle-Boxen. Das ist halt immer eine Überraschung. Du weißt nicht, was du bekommst, aber dafür ist halt diese Lücke zwischen dem, was du dafür bezahlst und was dann die Produkte am Ende wert sind, riesig, ne? Also wir haben ja hier 29,95, was wir, also ab 29,95 zahlen wir pro Box und pro Monat, ne? Und mindestens 85 Euro ist der Warenwert. Also von daher ist das schon vollkommen in Ordnung. Hier haben wir Orakelkarten drin. Okay. Okay. Traditionelle Orakelkarten, klassische Karten, moderne Deutung. Das finde ich interessant. Finde ich wirklich interessant. 17,95 kostet das normalerweise, steht hier hinten drauf, sehe ich gerade. Ja, auf jeden Fall finde ich das interessant. Werde ich mir mal angucken. Ne, warum eigentlich nicht? So, dann habe ich hier noch eine Zeitschrift drin. Das haben wir hier auch ab und an mit dabei. Das finde ich ganz schön. Das ist die Vegan World. Die kenne ich tatsächlich auch von der Vegan Beauty Basket, mittlerweile Charmy Box. Die Ausgabe 01 aus diesem Jahr, The Winter Issue, steht hier drauf. Sieht auf jeden Fall wunderschön vom Bild her aus. Mag ich gerne leiden. So, das war jetzt hier auf jeden Fall die Box. Ich finde, sie ist schon gut gefüllt. Kann man nicht anders sagen. Ich persönlich habe wirklich diesen Haarturban als mein Lieblingsprodukt entdeckt. Ich finde das Getränk sehr lecker. Ein schönes Beauty-Produkt. Sogar drei schöne Beauty-Produkte. Wobei das dritte, der Conditioner, nicht ganz nach meinem Gusto ist. Aber das muss es nicht sein. Also inspirierende Food-Produkte. Und also ich persönlich finde diese Box auch sehr, sehr gut gestaltet. Und für 30 Euro bekommst du wirklich tolle Produkte, wo man einfach mal so ein bisschen auch sparen kann, ne? Also wirklich für deutlich weniger Geld die Produkte ausprobieren kannst. Und mir gefällt's. Sagt mir mal gerne in den Kommentaren, wie ihr das so fandet. Ja.
Und ja, dann war es das hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!